Hi, ich bin die Sophia von der Move 36 und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Rente. Wir wissen ja, glaube ich, alle, dass es mit der Rente irgendwann mal nicht mehr so rosig für uns aussehen wird. Aber es scheint auch so, als würde sich unsere junge Generation gar nicht so sehr mit diesem Thema beschäftigen, obwohl es ja wirklich wichtig ist. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal durch die Fuldaer Innenstadt und schauen, wie das bei den Fuldaer Jugendlichen so ist. Habt ihr euch schon mal mit dem Thema Rente beschäftigt? Nein. Nee. Nein. Nein. Noch nicht. Noch gar nicht? Nee. Ja, in der Schule halt. Also ich war letztes Jahr auf der Richard Müller im Büro in Wirtschaft und da haben wir halt in dem Fach Personalwesen so ein bisschen darüber geredet, aber jetzt nichts Genaues dann. Und hat dich das dazu motiviert, jetzt schon persönlich da was für deine Rente zu tun? Ja, natürlich, ich mache ja jetzt dieses Jahr eine Ausbildung und da macht man sich schon so seine Gedanken, vor allen Dingen, wenn man in der Zeitung immer liest mit dieser Altersarmut und so, da macht man sich dann schon so ein bisschen über die Zukunft Gedanken und recherchiert so ein bisschen darüber. Gibt es einen Grund, warum ihr euch nicht mit der Rente beschäftigt? Ist euch das nicht so wichtig oder habt ihr da nicht so Informationen drüber? Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit hin, ne? Weil ich erstmal studieren will und alles und mich erstmal um die nähere Zukunft kümmern will. Was dann später kommt, das wäre ich dann, denke ich mal, so Mitte 20, so 30. Nicht 30, bin so plan. Ich studiere noch keine wirkliche Arbeit, so habe ich noch nie damit befasst. Vielleicht, wenn ich jetzt arbeiten gehe, dann schon eher. Okay, und bei dir? Ich bin noch Schüler. Also. Und als Schüler braucht man sich da erst recht noch nicht so wirklich mit beschäftigen? Ja, ich sehe das auch so. Erst wenn ich eine Arbeit gefunden habe, dann würde ich mich da schon eher interessieren, aber jetzt nicht wirklich. So, die meisten, die ich jetzt befragt habe, die haben sich ja noch nicht wirklich mit dem Thema Rente auseinandergesetzt, haben wenn überhaupt das eingezahlt, was sie halt einzahlen mussten. Und das liegt vor allem daran, dass das Rentenalter für sie einfach zu weit entfernt ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.